Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Trends 2019, Frühjahr, Sommer. Also Trends kommen und gehen, manche wiederholen sich, manche bleiben, manche verschwinden. Ich möchte heute über ein paar Trends sprechen, also eigentlich finde ich die wichtigsten Trends. Fangen wir doch mal an bei der Foundation. Also der Natural Glow, der natürliche Glow ist wieder ganz stark im Kommen. Egal, was man sich für Zeitungen anschaut, ob bei den Modenschauen oder auch in diesen hochwertigen, in den Hochglanzmagazinen, die Models sind minimal geschminkt. Contouring ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Also das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Das sind alles immer nur so Tipps. Oder wir schwimmen ja so mit in diesen Trends. Ne? Klar, es wird dann uns auch angeboten, bestimmte Produkte, was jetzt in ist. Wir machen auch gerne Dinge nach, von Vorbildern, irgendwelche Schauspieler, Stars, was wir so sehen, YouTuber etc. Also das Contouring, das ist ja sowieso so eine Geschichte. Es ist Wahnsinn, wie dieses Contouring so seinen Lauf genommen hat, wie das um die Welt ging. Eine Person fing damit an, diese Kim Kardashian, und auf einmal waren sie alle total gehypt und geflasht und wollten sich ihr Gesicht konturieren. Sehr stark wurde konturiert. Es gab Unmengen von Produkten dazu zu kaufen, ob Pinsel, ob die Puderteilchen da und so weiter. Also ganze Paletten für Contouring. Also das Contouring wird sehr stark, wenn überhaupt, minimiert. Ebenso die Menge des Make-ups. Es wird nicht mehr schichtmäßig aufgetragen, was unsere Haut ja auch ganz gut tut. Es wird dünn das Make-up aufgetragen und so, dass jetzt nicht alles abgedeckt wird, sondern dass die Haut, dass unsere natürliche Haut durchschimmert. Ja, ihr versteht, was ich meine. Nicht schichtmäßig jetzt, also ein Primer und ein Concealer. Kann man alles benutzen, aber minimal. Wie gesagt, man kann alles machen, aber minimal. Und was ich so teilweise sehe, ich weiß ja nicht, also besonders hier auf YouTube wird ja nun geschminkt, also was, dass die Heide wackelt, ja. Das ist ein toller Vorher-Nachher-Effekt, aber ehrlich gesagt, für den Alltag sind diese dicken Schichten, und das schreibt ihr mir immer wieder, weniger ist mehr. Das seht ihr ganz genauso. Und ab einem bestimmten Alter sowieso. Wir gehen ja nicht raus für ein Foto-Make-up. Wir wollen ja raus ins Leben. Real Life ist eben anders. Und da möchte man jetzt nicht so zugespachtelt aussehen. Außerdem ist es nicht gut für die Haut. Also ich habe ja in der Beauty-Branche gearbeitet, auch im Theater, auch mit Schauspielern, mit Models. Und die hatten so eine schlechte Haut. Und wisst ihr warum? Weil sie eben immer diese dicke Schicht Make-up tragen mussten. Für ein Foto-Make-up, fürs Theater im gleißenden Licht etc. Aber für die natürliche Frau von heute, die also im Leben steht, sind diese Auftragungstechniken eigentlich total ungeeignet. Also deshalb freue ich mich umso mehr, dass diese Trends wieder zurückkommen. Ein natürlicher Glow. Wenig Contouring, wenn überhaupt. Wenig Make-up, die eigene Haut sollte wieder durchschimmern, abpudern. Gut, wer jetzt eine ölige Haut hat, kann man machen, ist aber auch nicht mehr so der Trend. Die Haut sollte atmen. Stattdessen wird der Fokus total auf die Gesichtspflege, auf die natürliche Gesichtspflege gesetzt. Das heißt, viel, viel Feuchtigkeit. Die Asiaten machen es vor, also auch diese Glass-Skin, ja, diese Glashaut, das ist der totale Trend. Die Asiaten haben es, die haben ja so eine helle Haut, und die Europäer möchten das auch gerne. Das heißt, es werden unzählige Produkte angeboten, viele, viele feuchtigkeitsspendende Produkte, ob das nun Masken sind, ob das Seren sind, ob das Hyaluron ist. Das Angebot ist so, so vielfältig, da sieht man selber nicht mehr durch. Also, ich rede jetzt mal von mir. Ich nehme einfach ganz gern dieses Hydra Genius von L'Oreal. Das ist eine tolle Pflege, das nehme ich jeden Tag, also morgens und abends. Oder eben auch von Dolten Produkte, die ich dann habe, die müssen ja auch weg. Ich liebe Feuchtigkeitsmasken, da könnt ihr nie genug machen. Entweder die von Garnier, diese Hyaluron-Shot-Maske, oder diese wunderbare, die sehr teuer ist, diese Hydrolift mit einem wahnsinnigen Feuchtigkeitsbooster-Effekt von Dolten. Ich kann euch das gerne mal verlinken. Ihr habt ja bis zum 31.01. noch diesen Rabatt von 20%. Ich verlinke das unten in dem Video. Also sehr viel Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit. Auch wenn ihr jetzt meint, im Winter brauchen wir das nicht so. Doch gerade die Haut ist müde, die Haut ist gestresst durch Kälte, Wärme, durch den ständigen Wechsel. Ihr braucht natürlich auch etwas Fett, also nicht nur Feuchtigkeit. Das muss so ein gesundes, ausgewogenes Verhältnis sein. Was haben wir weiter?
da musste ich auch lachen, die ungezähmte Augenbraue. Das heißt, jetzt Boy Brows, also nicht die Boyfriend Jeans, die hatten wir ja auch, sondern die Jungsaugenbraue. Das heißt, es wird nicht mehr gezupft, also jedes Haar so weggezupft, so sauber, korrekt gezupft. Die Augenbrauen werden dem natürlichen Wuchs überlassen, lediglich, wo habe ich es? Okay, habe ich jetzt nicht hier, mit so einem Bürstchen oder so einem Kamm nachkämmen die Augenbrauen. Gut, wer jetzt also wie ich wenig Augenbrauen hat, wir können darüber nur müde lächeln, also über ungezähmte Augenbrauen. Aber es gibt ja Frauen, die haben sehr schöne Augenbrauen, die haben schönen, dichten, natürlichen Wuchs und die müssen jetzt nicht wie wild immer sich eine gerade Linie zupfen. Lasst sie einfach wachsen, kämmt sie durch und schon seid ihr voll im Trend. Die Augenbrauen, das ist sowieso ein unendliches Thema. Und es gibt unendlich viele Produkte, um sie aufzufüllen, um sie nachzuzeichnen, etc. So, dann haben wir den Lidschatten. Ich hatte ja schon Videos gemacht, Monolidschatten. Der Monolidschatten ist zurück. Das heißt, ihr könnt natürlich weiter eure Paletten benutzen, nur nicht mehr alle Farben, sondern eben nur eine Farbe aus der Palette. Die absolute Innenfarbe ist Living Coral, also Koralle. Und ich habe das probiert, ich habe mir keinen gekauft. Ich habe Folgendes genommen, das ist so ein Trick. Also ihr könnt eigentlich alle Produkte auch auf die Augen auftragen, auch ein Rouge. Ich hatte hier so ein von The Body Shop, das ist so ein korallenfarbiges Rouge mit so ein paar Pigmenten drin. Und das habe ich mir auf die Augen gegeben, und um zu testen, wie sieht denn das bei mir aus. Ich habe das Gefühl, das können nur Frauen mit dunklen Haaren und dunklen Augen. Also wir mit hellerer Haut und hellen Augen, das sieht ehrlich gesagt verheult aus. Gut, vielleicht bei jungen Frauen nicht, aber in meinem Alter, das sieht irgendwie aus, als hätte mal einer drauf gekriegt. Man sieht verheult, verflammt und fertig aus. Das wird jetzt nur die Innenfarbe, also ich werde sie nicht auf den Augen tragen, weil ich dann total fertig aussehe. Und das möchte ich irgendwie nicht. Ich möchte mich... Ihr wisst genau, was ich meine, ne? Jetzt werden viele Frauen damit einschauen und sagen, nee, mir steht das auch nicht. Das sind diese ganzen rötlichen Töne und auch Koralle. Also Koralle kann man ja dann sich auf die Lippen geben oder als Rouge, als kleine Apfelbäckchen mal. Also für mich wäre das nichts, auf die Augen eine Korallenfarbe zu geben, obwohl ich es schön finde. Ich finde es wirklich schön. Das heißt ja, wenn ich etwas nicht mache, heißt es nicht, dass ich es nicht schön finde. Nur ich weiß selber ganz genau, und ihr wisst das bestimmt auch, was steht mir nicht, das weiß man im Alter. Irgendwann weiß man das. Ne? Früher ist man ein bisschen unsicher, man weiß das. Nee, das geht nicht, muss ich ja nicht mitmachen. Also ich bin mir sicher, probiert es aus. Ihr habt bestimmt alle irgendwie so einen orange-korallenfarbenen Blush zu Hause. Probiert das mal aus, macht einen Primer aufs Augenlid und gebt euch mal diese orange Farbe aufs Lid, dann werdet ihr sehen. Bevor ihr euch jetzt einen teuren Lidschatten kauft, ne? Weil das ja so in ist. Und ihr wisst, alles, was dann in ist, es wird gehypt bis zum Erbrechen und wird uns vorgeführt, das müssen wir alles haben. Probiert es bitte erst mit einem Blush aus. Dann haben wir jetzt zum natürlichen Glow auch den Highlighter. Ich habe jetzt hier nochmal so ein paar Produkte da. Die sind sogar von L'Oreal. Highlighter. Also Highlighter werden jetzt nicht wie wild im ganzen Gesicht aufgeben. Auf dem oberen Wangenknochen ist klar, könnt ihr unter der Foundation, über der Foundation machen, im inneren Augenwinkel. Statt jetzt glitzernde, glänzende Lidschatten auf den Augen, trägt man einen Eyeliner, einen glitzernden. Es gibt also Glitzer, also glänzende, nicht Glitzer, glänzende Eyeliner in verschiedenen Farben schon zu kaufen. Wer damit umgehen kann, sieht toll aus. Ansonsten diese schimmernden Highlighter gezielt aufgeben, auf, wie gesagt, hier oben, Lippenherz, vielleicht ein bisschen auf der Nase, aber dezent, da müsst ihr echt aufpassen. Ich finde, mit flüssigen Produkten kann man da super arbeiten, besser als mit pudrigen, da hat man dann so viel drauf. Die flüssigen kann man dann auch noch mit der Foundation, mit dem Pinsel, wie ich das in einem Video vorgemacht habe, so ein bisschen ausgleichen, dass das nicht so krass aussieht, ja. Und nicht zu glitzern, also nicht Weihnachten. Ne? Es glänzt schon, es glänzt doch auf den Lippen. Apropos Lippen, da gibt es eben die schönen Glosse. Ich hatte ja welche von Essence. Die Lippen werden einfach nachgemalt mit einem Lip Liner und dann gebt ihr ein Gloss auf. Oder wenn ihr einen schönen Lippenstift habt, Koralle, macht einfach ein bisschen. Diese Essence Glosse sind zum Beispiel mit so einem Glitter-Effekt und auch die Nagellack. Es ist wirklich so ein bisschen Glitter. Es ist so hell. Nee, ihr seht das nicht. Ihr seht es nicht. Ich kann das ja mal hier jetzt so blind aufgeben. Ich habe nämlich keinen Spiegel hier. Aha. So, ein bisschen Glitter. Dann ist der schwarze Eyeliner.
Der Speck. Also ich rede jetzt nicht von dem Strich, von dem akkurat gezogenen Strich, was nicht jede Frau kann und mag und will, sondern ich sage immer mein berühmter Messi-Strich. Ne? Also ihr könnt dann den Eyeliner, also so einen schwarzen Strich mit dem Kajalstrich aufziehen, ihr könnt das mit einem, es gibt ja auch diese cremigen Eyeliner, die sind in diesen Töpfchen drin, mit dem Pinsel nachmalen. Oder was könnt ihr noch machen? Ihr könnt auch den flüssigen nehmen und das so ein bisschen ausrauchen lassen. Es wird nicht so akkurat geschminkt. Die Haut ist durchlässig, der Eyeliner ist ein bisschen messyhaft, die Lippen glitzern nur, die Nägel glitzern. Man hat ein bisschen Glow auf dem Gesicht. Apropos Glow, nee, ich muss noch mal was zum Kajal sagen. Ich habe in meinem letzten Video, da war eine Zuschauerin ganz süß, du hast doch mal gesagt, dass ein schwarzer Kajal in der Wasserlinie gar nicht geht. Das stimmt, sie hat sehr gut aufgepasst. Ich finde es jetzt auch nicht so prickelnd. Ne? Ich habe das als junges Mädchen gemacht und fand das ganz toll. Es vergrößert, nee Quatsch, es verkleinert natürlich das Auge ein bisschen, aber das Auge hat auch mehr Wham, ne? Also es kommt mehr zur Geltung. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist alles eine Frage der persönlichen Empfindung, des Geschmacks. Jede Frau kann machen, was sie will, muss sich den Trends nicht anpassen und sie weiß selber, was ihr gut tut, was ihr gut steht und was nicht. Also, der alte Freund, unser Kajalstift, ist zurück. Wir können also durchaus den in allen möglichen Farben wieder auf der Wasserlinie aufgeben. Und jetzt nochmal zum Glow. Ich habe wirklich ein schönes Produkt, was ich euch, Bronzer, zwei Bronzer, die ich echt mag. Das ist einmal dieser Bonjour, der ist vom letzten Jahr, auch von, na, wie heißt es, sagt mal, L'Oreal. Der ist wirklich schick. Kann man das sehen? Den würde ich aber aufgeben, wenn ihr punktuell, wenn eure Feuchtigkeitspflege noch nicht ganz angetrocknet ist und ganz sparsam. Das ist also auch so ein Produkt, was sehr schnell, sehr reichhaltig, indianermäßig aussieht. Oder eben ihr nehmt einfach einen schönen Bronzer, einen City-Bronzer. Ich habe jetzt einen ganz tollen von Hourglass, der gefällt mir sehr, sehr gut. Den habe ich auch drauf heute. Das ist dieser. Der ist zwar sehr teuer, aber den habe ich jetzt auch schon eine Weile und ich habe ganz vergessen, euch den vorzustellen. Das ist ein wunderbarer Bronzer. Ich verlinke euch den mal. Gibt es auch verschiedene Farben. Das ist Light. Ein ganz heller. Der hat auch ein paar, aber unaufdringliche Schimmerpigmente mit drin. So, das war's jetzt. Das war's zu den Trends. Und wie gesagt, die Lider werden bunt. Also ihr könnt jede Farbe auftragen, die zu euren Augen passt, zu den Haaren passt, zur Haut passt. Ich finde auch Lila sehr schön. Also mir steht Lila ganz gut. Also ich werde mal in den Lila-Trend gehen und nicht in den Orange-Korallen-Trend, weil das nicht geht. Ich meine, ich kann es ja mal als Gag für euch machen, ne? Da werdet ihr sehen, wie das aussieht. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ich mich mal zum Affen machen soll und mache mir mal orangefarbene Augen. Und ich sage euch wirklich im Vorfeld schon, das geht nicht. Gut, aber Lila. Und dann mache ich mal, wie gesagt, Mono-Lidschatten-Looks. Ich habe sehr viele Lila-Lidschatten, ist mir aufgefallen. Das sind alles cremige Lila-Lidschatten, die jetzt so 1 bis 1,5 Jahre alt sind, weil ich die echt mag. Ich mag Lila sehr gerne, die Farbe. Und die kommt auch wieder zurück. Und grün und blau und grau und weiß. Naja, alles eigentlich. So, ihr Süßen, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten können. Ich schreibe euch gerne nochmal diese Maske in die Infobox und was noch? Und diesen tollen Bronzer. Ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut. Und lasst es euch gut gehen und bleibt euch treu. Auf jeden Fall alles Gute und bis bald. Ciao.